Zeichne mein Pokémon. Hallihallo, Hallöchen. Da sind wir wieder bei Zeichne mein Pokémon. Wow, wow. Wow. Okay, ich fange an mit Zeichnen und er erklärt. Okay, ich habe jetzt schon ein Problem. Cool, dann trinke ich einen Schluck Tee. Trink einen Schluck Tee. Wir fangen mit dem Kopf an. Das ist übrigens Wintertee. Wir fangen mit dem Kopf an. Du machst... Gott, so eine Schnute. So eine Hundeschnute. Also Schnute. Also es ist ein runder Kopf mit so einer... Oh Gott, wie kann man das beschreiben? Mit so einer Schnute, die vorne... Also, wenn es ein Spielzeug wäre, wäre der Mund so zum Aufklappen, weißt du? Ja. Also es ist so eine Schnute, die so... So vorne sieht man zwei... Wie von einem Hund, von einem Mops. Der hat doch vorne so... Boah, über seinem Mund. Das fängt heute schrecklich an. Ein Mops? Ein Mops, ein Hund. Ja, ich war... Und der hat dann doch vorne so eine Schnauze. Und da hängt unter der Nase links und rechts so ein Blob runter. Eine Mops? Ich glaube, du meinst eine Bulldogge. Dann halt eine Bulldogge. Sowas wie Spike ist von Tom und Jerry. Ja, nur nicht so krass. Okay, okay. Und das ist sozusagen der obere Teil vom Mund. Die Oberlippe, sag ich jetzt mal, und darunter ist dann das, was sich bewegen kann. Die Unterlippe, die Mama macht halt so, ne? Die sich halt bewegen kann. Mhm. Also es fängt halt absolut schrecklich an mit Beschreiben. Ich kann dieses Gesicht nicht beschreiben, einfach. Also auch so wie Snubbull. Nein, 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 du gehst eher so in die Seite von den Wangen, was du beschreibst. Es ist eher so, die Nase ist das eher. Was? Okay, Gott. Fangen wir doch was anderem an. Aber irgendwann muss ich ja diesen Kopf beschreiben. Dann fahren wir erstmal mit dem Kopf an sich an. Also erstmal einen runden Kreis, oder wie? Okay, genau, du machst erstmal von sich aus einen runden Kreis. Wir versuchen das anders. Einfach ein großer, mittlerer Kreis. Mhm. So, oben im Bereich sind halt zwei böse guckende Augen. Mhm. Und der Kopf hat oben, also der Kreis, da machst du, radierst du oben die Mitte weg und da machst du stattdessen zwei so kleine Mini-Berge. So sehr flache Berge. Das ist sozusagen die Stirn. Das sind aber nicht. Die Berge nach oben oder nach unten? Die gehen schon nach oben. Aber die sind wirklich sehr flach. Also nicht super spitz oder so. Zwei Stück. Ja. Dann rechts und links, oben rechts, sind die Ohren. Das sind einfach so spitze Bisasam-Ohren. Hat Bisasam überhaupt Ohren? Bin gerade nicht sicher. Einfach so, ja, so Hundeohren. Aber nicht so lang. Links und rechts? Ja. Mit einer Ohrmuschel. Ja. Zwischen die beiden Augen machst du einen schrägen Strich, einen ganz kleinen. Aber der verbindet die nicht. Was ist denn schräg für dich? Oben links nach unten rechts. Aber der ist nicht so groß. So. Jetzt trennst du den Mund vom restlichen Körper. Also du machst... Der Kreis hat halt unten eine Fläche. Das ist der Mund. Der auf und zu machbar ist. Also es ist einfach nur eine Fläche. Der Mund ist einfach nur eine Fläche. Ja, das ist sozusagen das Maul. Mhm. Und da drüber ist jetzt halt die Oberlippe. Und diese Oberlippe ist so ein bisschen wie Doppelpunkt 3. Okay. Und die hängt halt über diesem Mund. So, das ist dann halt die Schnauze ist und darunter der Mund, den man öffnen kann. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Jetzt weiß, okay, sehr gut, sehr gut. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe nämlich gerade das originale Artwork zur Anime-Serie genommen und nicht das Original. Gott, das Auge sieht auch nicht schön aus bei mir, aber egal. Okay, jetzt machst du, Und das ist eine Fläche, also anders ausmalbar. Der untere Teil, ja, der obere gehört zum restlichen Kreis dazu. Okay. Und das war jetzt der Kopf. Ja, jetzt sieht's aus, hätte es 3 Tage gebadet und sich lange nicht mehr rasiert. das ist fein. Der Kopf sieht auch super scheiße aus. Aber ja, okay. Das sieht auch irgendwie echt scheiße aus, wenn man so drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, ohne dass du es vielleicht sogar schon errätst. Bezweifle ich, so wie ich es gemalt habe. Okay, pass auf. Das Pokémon hat... wir machen mit dem Bauch weiter. Mhm. Und der Bauch ist ein... Ja, nach unten runder Bauch. So ein bisschen wie von der Form her... Ja, ein Oval so ein bisschen nach unten halt. Soll das Relaxo darstellen? Nein, das ist nicht Relaxo. Relaxo für einfacher. Okay, ein nach unten gehendes Oval. Ja, aber schon ein bisschen... Dicker. Okay.
Also auch breit. Genauso, fast genauso breit wie hoch. Okay. Dann ist eigentlich kein Oval mehr, aber okay. Ja. So, dann machst du zwischen diesem Kopf und dem Oval ist so eine kleine Fläche, die wird nämlich extra ausgemalt. Mhm. Die kannst du jetzt eigentlich einfach noch als Strich kennzeichnen. Ja, warte. So, und jetzt machst du über den Körper von links nach rechts, gebogen nach unten, also fängt links an, kurzer Bogen nach unten und wieder nach rechts, insgesamt dreimal je zwei Striche. Was? Drei Striche von links nach rechts über diesen Bauch. Nach oben oder nach unten? Das will ich dir ja gerade erklären. Sie fangen links an. Links oben oder links unten? Einfach links. Einer oben, eine Mitte, einer unten. Ah, okay. Gehen dann so einen leichten Bogen nach unten und enden dann auf der gleichen Höhe wieder rechts. Und es sind immer Doppelstriche, also immer ausmalbare. Also eine leichte Schlangenlinie. Ja. Aber jetzt nicht gewellt, sondern einfach ein Bogen. Ja, eine Schlangenlinie. Ja, für mich ist Schlangenlinie, dass es die ganze Zeit hoch und runter Nein, geht. Das ist für mich auch. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann machst du links und rechts von diesem... Ich hab wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Noch momentan kann man es auch noch nicht erkennen. Links und rechts von diesem Bauch machst du eine dickere, ausmalbare Fläche, sodass es halt einen Rahmen hat, sag ich mal. Links und rechts. Der Bauch hat einen Rahmen. Ja, links und rechts. Unten auch? Ne, unten nicht. Da kommen noch die Füße hin, deswegen sieht man das nicht. So, jetzt machen wir unten rechts jetzt einen kleinen Schwanz. So einen etwas dickeren, aber sehr kurz. Einen Schildkrötenschwanz? Ja. Ist das Turtok? Das ist leider Turtok, ja. Okay, Turtok. Wie bist du drauf gekommen? Ja, ich weiß auch nicht. Das, ich habe mir so gedacht, was ist was für ein Pokémon hat eine Umrandung? Ja, gut, okay. Aber ich dachte so, wenn ich dir die Knarren beschreibe, dann weißt du, dass es Turtok ist. Ja, das ist wahr. Und wenn ich sage, es steckt in einem Panzer, dann weißt du auch, dass es Turtok ist. Das war okay. Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wie Turtoks Arme und Beine aussehen. Ich meine, aber Schildkrötenbeine. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie die aussehen, aber wahrscheinlich. Ich habe doch eine Schildkröte. Ja, aber ob sie jetzt genauso aussehen wie bei Turtok. Hast du Zoe noch nie auf die Beine geguckt? Ich gucke Zoe nicht so oft auf die Beine, nein. Dann sollten wir das mal tun. Aber noch schläft er. Ja, es ist ein R. Ja, es ist ein R. Weil, das kann man das bei Schildkrötenbabys noch nicht sehen. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Sie. Weil, wie gesagt, man kann das bei kleinen Schildkröten noch nicht erkennen. Genau dasselbe ist uns mit Whiskar passiert. Die dachten auch, er wäre ein Mädchen. Und dann war es ein Junge. Aber bei kleinen Katzen kann man das auch nicht so gut sehen. Jedenfalls haben wir da kein Ding gesehen. Dann hat der Arzt gesagt, guck mal, das kann man rausdrücken. Und dann, oh. Was? Ja, das Ding, was man da halt so ganz leicht sieht, das ist da. Das kann man rausdrücken. Ja, er hat dann irgendwie da so dran was gezeigt und dann dachte mir so, oh, okay. Mensch, das wussten wir nicht. Ich finde das ein sehr rudimentäres Turtok. Das ist eine andere Geschichte, egal. Was ist denn rudimentär? So, naja, so die gröbsten Züge. Also jetzt sehr klobig. Nein, rudimentär halt. Okay, damit kann ich nicht so viel anfangen mit rudimentär. Rudimentär ist zum Beispiel das Steißband, das ist ein Rudiment. Das ist ein... Hab ich gerade Steißband gesagt? Das Steißbein ist ein Rudiment, weil es eigentlich nicht mehr notwendig ist. Also wie der Blinddarm. Ja. Der ist auch Rudiment. Also machst du das Turtok unnötig. Nein, ich mache nur so die gröbsten, wichtigsten Dinge. Okay, was ist denn bei Turtok wichtig? Die Knarren. Das ist korrekt und der Panzer. Aber Turtok ist... Ich meine, wie hättest du den Turtoks Schnauze beschrieben? Ich weiß aber auch selber nicht, wie viel es davon hat. Darum mache ich... Kriegst jetzt einfach überall welche. Oh mein Gott. Das wird jetzt eher ein Digimon. Ach du Scheiße. Aber du weißt nicht, wie viele Knarren Turtok hat. Nein, das sieht auch echt scheiße aus, was ich hier fabriziere. Warte, ich muss erstmal einen Tee trinken. Du willst mich gerade nicht verarschen, oder? Du weißt wirklich nicht, wie viele Kanonen Turtok hat. Ich glaube 4, aber ich bin mir wirklich unsicher. Das ist cool. Denk dran, Megaturtok hat auch noch andere Anzahlen. Ja, der hat 6. Ah, Megaturtok hat 6, ja. Okay, okay, gut zu wissen. So, jetzt, ich mach das auch wirklich nicht schön gerade, das ist wirklich nicht hübsch, aber es muss ja von mir auch nicht aus Thumbnail. Das stimmt, diesmal kommt ein Pokémon. Alter, ist das schief! Oh, ich würde so gern sehen. Dann blubbert's ja da raus. Es blubbert! Ja. Turtok benutzt Blubber aus seiner Kanone. Ja. Da kommt jetzt Blubberbläschen raus. Ich denke, das könnte es natürlich auch sein, dass er einen Dudelsack auf dem Rücken hat. Okay, das Turtok, das Seifenblasen-Dudelsack-Pokémon. Ah, oh, richtig schön, richtig. Ja, die Galar-Version von Turtok, er wohnt einfach in einem Dudelsack. Ja, ich glaube so. Das wäre ziemlich awesome. Hat der Schwanz noch Muster? Ich bin mir nicht sicher.
Ich sehe schon, das ist das Turtok, das hat alle möglichen Sachen. Genau. Ich glaube, das ist überall noch gestreift an den Armen und Beinen. Gestreift? Naja, wie, also so zum Andeuten, dass es eine Schildkröte ist. Die hat sie doch noch einen Hut auf? Nee, das hat sie nicht. Ein Zylinder würde ihm passen, aber hat sie nicht. Hat sie vielleicht eine lange Zunge? Nein. Oder rosige Bäckchen? So, guck's dir an. Du hast kein... Schatz, ich habe gesagt, keine Schlangenlinien. Das sind keine Schlangenlinien. Ich habe gesagt, sie fangen links an, machen einen Bogen nach unten und gehen an der gleichen Höhe, sind sie wieder da. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Jetzt zeig mal, wie es aussieht. Gleiche Höhe. Ach so, aber du hast von unten... Ich habe gesagt, keine Schlangenlinien. Ach so. Das sind Schlangenlinien. Hey, aber ich habe die Striche an den Armen richtig gemacht. Und du hast 4 Kanonen. Ja. Turtok hat 2. Oh mein Gott, die Schnauze, sie ist okay. Ich kann, mit der Schnauze kann ich arbeiten, das finde ich gut. Die Schnauze ist in Ordnung. Also ich finde, das ist ein sehr hübsches. Das ist Turtok an Karneval, da malt er sich an. Aber Turtok hat wirklich nur 2 Kanonen. Und in der Mega-Entwicklung hat er hinten eine große und an jedem Arm noch eine kleine. Ups, er hat 4. Nein. Okay. Bin mir da sicher. Ja. Ja. Turtok mit 4 Kanonen. Und Blubberblasen. Es ist ein Digimon, offiziell. Also, du malst erstmal einen Kreis. Wie groß, wohin? Mittelgroßen Kreis in die Mitte. Das kann ich. Der ist schön, der gefällt mir. So, etwa auf die Mitte von dem Kreis malst du einen... Eigentlich eine umgefallene Null. Also, okay, wie groß, wohin? Kann man sie ausmalen? Die kann man ausmalen in die... Wie gesagt, etwa in die Mitte von dem Kreis, also untere Hälfte vom Kreis, sag ich mal so. Okay. Und unten ist die Null so ein bisschen, als ob sie ausläuft, so ein bisschen flabbelig. Ah ja, ja, klar. Okay. Also wie ein Team Aqua Totenkopf. Ja, etwa. Aber unter der Null muss halt dann noch Platz sein, ne? Ist Platz. Gut. Dann malst du über die Null einen großen Mund. So ein ganz breites Grinsen. So ein Geist-Pokémon. Ganz breit und großes Grinsen. Ja. Und man sieht links und rechts jeweils ein kleines spitzes Zähnchen. Es ist Smogon. Ja. Das war einfach. Ja. Ich weiß leider nicht genau, wie Smogons Augen aussehen. Tja. Ich mach's irgendwie so. Das war wirklich leicht. Aber schön, dass ich mal was Einfaches bekomme. Was macht man eine Zunge? Ich bin gar nicht sicher. Sieht gerade eher aus wie eine Wassermine. Echt. Aber ich mag Smogon und Smogmog. Die gehören zu meinen absoluten Lieblings-Pokémon. Möchtest du wissen, woher der Name kommt? Wahrscheinlich Smog. Und danach auch irgendein Wort wie mit Smog. Es kommt von Smog und Poison. Poison meinst du? Ja. Nicht Poison. Ja, weil ich schon beim nächsten Wort war. Und im Englischen heißt es Coughing. Das weiß ich. Auf Japanisch heißt es Dogas. Französisch Smogo. Smogo. Ja, die anderen zwei Sprachen kann ich nicht aussprechen. Dann darfst du gucken. Ah ja, das sieht doch ganz süß aus, auch wenn es ein bisschen high guckt. Ich mal, zeig mal die Augen. Warte. Ah, ja gut, da guckt es nicht high oder was. Ja doch. Und es hat auch die Pupswolken, das ist sehr gut. Ach verdammt, ich hab vergessen, dass es da noch Schädel hat. Ja. Okay, ich dachte, es hat nur das. Okay. Ja, ich denke mal. Es sieht sehr, sehr glücklich aus auf jeden Fall. Das mag ich. Ich mag's auch, ich find's schön, ich mag's Smogmog. Ja, aber es hat keine Zunge. Egal, dieses Smogmog ist. Süß. Oh Gott, es, ich liebe es. Es ist fantastisch, das will ich auf Subway. So, ich habe ein schönes Pokémon. Das ist schön. Und zwar machst du erstmal so richtig... Oh Gott. Ja doch, wir fangen mit den Lippen an. Du kennst ja den... aus Asterix, den... Der um immer... Die Gaga sagt. Solche Lippen ungefähr, nur nicht ganz so dick. Ja. Die machst du etwas seit... Ja, doch, die machst du etwas seit... Nee, die machst du ruhig in die Mitte, ist okay. So, dann an diese Lippen angrenzend, rechts und links jeweils das Auge. Also das geht halt nicht, also nach oben angrenzend, nicht zur Seite. Es ist einfach ein schön großes ovales Auge mit noch einem Oval darin. Und in diesem Oval ist in der oberen Hälfte noch ein Oval. Sieht ein bisschen aus wie Spike.
Spike? Von den Mario Party. Ah, stimmt. Es ist Spike-Pokémon, richtig. Nein, es ist nicht. Also wie war das Auge? Jeweils ein Oval. Darin ist noch ein Oval. Mhm. Und in diesem Oval ist ganz oben noch ein Oval. Ein ganz kleines. Also, was heißt ganz klein? Mittleres. Mhm. Und das machst du halt an jeder Seite. So, und darum herum machst du jetzt einen runden Kopf. Mhm. Der ist auch nicht so groß. Also die Augen sind schon sehr großer, präsenter Teil des Kopfes und die Lippen auch. Also unterhalb der Lippen ist der Kopf nicht mehr. Okay. Die Lippen sind quasi schon der Unterteil vom Kopf. Ja. Also gerade ist ein riesiger, schwebender Spike-Kopf, so, ne? Ja. So, und auf diesem Kopf hast du jetzt 6 Gott, wie beschreibt man das denn? Oh ja, wie ein umgedrehter Schokopudding. Was? Nee, wie ein umgedrehter Wackelpudding. Wackelpudding aus diesen Formen, die sind ja immer so schön blub. Wie so ein Gugelhupf. Ja, ein umgedrehter Gugelhupf. Okay. Aus 6 einzelnen, ich sag jetzt mal, Kuchenstücken? Ja, was? Kuchenstücken? Nee, es sind keine Kuchenstücke, es sind eher so Wabbel. Mhm. Wie kann man das beschreiben? Ich weiß nicht, was du meinst. Eine Anemone vielleicht? Mit 6 Dingern, die halt breiter werden und in der Mitte wieder, gegen Ende wieder zusammengehen. Er hat einen Gugelhupf auf dem Kopf. Ja, ein verkehrter rum. Also das heißt, es sind 6 kleine Anemonen, sag ich jetzt mal, die in einem Kreis oben aus seinem Kopf rauswachsen. 6 kleine Anemonenstränge, die werden halt immer dicker, also sehr, sehr dick und gehen dann wieder gegen Ende hin zusammen. Und die bilden halt oben so einen kleinen Kranz, aber die sind alle so dicht, dass die quasi alle 6 beieinander stehen. Dann ist er doch auch richtig rum, der Gugelhupf. Echt? Ach, keine Ahnung, ich hab's gerade nicht vor Augen. Könntest du auch dicke Finger sagen? Dicke große Zehen. Oder Pillen. Okay, ja. So, jetzt machst du den Kopf so einen leicht kleinen Hals ran, zur Seite. Der fängt an der Mitte der Lippe an. Also unterhalb der Mitte der Lippe. Und ja, ganz rechts so, am Kopf. Okay, dann habe ich den Kopf ein bisschen falsch gemacht. Ein bisschen Platz ist jetzt unter der Lippe. Auf jeden Fall ist es halt so ein dicker Hals zur Seite. Mhm. Und der endet in einer kleinen, wie in dem zerlaufenden O, wie in der zerlaufenden Null eben. Nur, dass es eine ganze Fläche ist, ohne ein Loch in der Mitte. Okay. Also mache ich im Prinzip so eine zerlaufene Null. Ja, ohne das Loch. Auch zerlaufen? Auch zerlaufen, ja. Mit 3 zerlaufenden Wirbeln. Dass der Boden wie Matsche ist. So, und jetzt gehst du von der Lippe aus, beziehungsweise vom Kopf aus, aber irgendwo ab der Lippe, mit einem ausmalbaren Strich, ganz wichtig ausmalbar, einen schönen Bogen über das Pokémon, geht's den Hals runter, dann gerade nach unten und dann Schlangenlinien nach rechts zur Seite. Sodass der Rücken und Kopf des Pokémon eine Fläche sind und der Bauch und die Unterseite eine Fläche. Und die gehen vom Hals aus? Von der Lippe, vom Hals aus, ja, so wie ich es eben beschrieben habe. Ist das Pikulente? Nein, das ist nicht Pikulente. Und auf dem Rücken machst du jetzt 4 abgerundete Stacheln. Aber es ist schon so, dass ich links und rechts den ganzen Strich mache. Es ist ein ausmalbarer Strich, also ja. Dann habe ich es falsch gemacht, warte. Also, erklär mir nochmal diesen Strich. Ausmalbarer Strich, ganz wichtig. Ja. Fängst ungefähr ab irgendwo bei der Lippe an. Kannst auch beim Kopf anfangen. Ja. Wichtig ist halt, dass die Lippe dann die Abgrenzung ist. Gehst über den Hals, dann gerade nach unten und so 3-4 cm vor dem Zerlaufenden gehst du in Schlangenlinien nach rechts. Und dort endet das dann. Und das mache ich von links aus auch oder ist es einfach nur ein Strich? Ein ausmalbarer Strich, ja, also 2 nebeneinander führend. Okay. Aber nicht so dick, aber schon so, dass man es noch ausmalen kann. Und auf dem Rücken machst du jetzt 4 rundliche Stacheln. Welches ist denn der Rücken von den beiden? Das rechte. Weil bei mir guckt das Pokémon mich halt an. Ja, das ist okay, ich weiß. Und das war's auch schon. Das ist fertig. Soll ich die Gen sagen? Mhm. 4. Gen.
Vierte Jenny mag ich eigentlich. Ich auch. Bist du denn schon fertig? Weil du bist immer noch an der Maus. Ja, ich mal immer noch gerade die Stacheln, aber die werden auch nicht besser. Die sind auch nicht so groß, ne? Die sind kleiner als das Auge. Also einfach nur, dass die Spitzen rund sind, so. Ja. Jetzt sind es Pickel, aber okay. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Es hat zwei Formen. Nein. Es ist Chilellos. Okay. Darf ich es mir angucken? Ja. Was zum Teufel hast du getan? Zeig mal. Was hast du gemacht? Ja, es guckt mich halt direkt an. Ja, aber ich habe doch trotzdem gesagt, es soll schön nach rechts, dass da das rechts alles ist. Das ist halt so hässlich, was ist da? Nein, das Gesicht ist total niedlich, das wäre eine voll süße Ente. Und ich hatte euch gesagt, mach die Lippen nicht so dick. Ja, das ist mir vielleicht lieber auf der Seite erklären soll, weil von hier aus müsste es hier noch einen Strich haben. Ja, hat's aber jetzt nicht. Ja, aber wenn es geradeaus mich anguckt. Ja, nee, es kann doch einfach den Kopf einfach nach vorne drehen, dann hat es ja die Körperform trotzdem noch. Nein, hat es nicht. Natürlich, wenn ich so stehe ja, und nach gerade gucke und dann meinen Kopf nach rechts drehe, dann ändert okay, sich ja die Körperform. Okay, ich hab's verkackt, egal. Okay, dann sitzt es sitzt, es hat so einen dicken Bauch. Ja, genau, es ist ein kleiner Mohrenkopf. Oh, los. Hey, ich muss aber sagen, es ist trotzdem niedlich. Ich habe ein cooles Pokémon. Mhm. Und zwar beginnst du damit, dass du eine lange, spitze Nase malst. Wohin? Etwa in die Mitte des Papiers, sage ich mal. Und die ist wirklich lang und spitz, zeigt aber ein bisschen nach unten. Tengul ist. Ja. Mann, das war ja schwer. Du hast es an der Nase erkannt? Es gibt nur ein Pokémon, das so eine Nase hat. Also ich hätte es tatsächlich nicht an der Nase erkannt, aber wie cool, dass du einfach beide Pokémon so schnell erraten hast, Leute. Ja gut, Smogon war easy. Ja, aber dein Gules hätte ich wirklich nicht an der Nase erraten. Ich hätte auch wieder anfangen können mit Hasenohren. Nee, Tengulis weiß ich ungefähr. Also ich habe bei Tengulis eine sehr schlimme Erfahrung mit Pokémon Ranger gemacht. Im ersten Teil, da gab es nämlich einen Wald und da ist man reingegangen und dann kamen da 6 Tengulis aus dem Baum gesprungen. Was? Ich fand Tengulis so gruselig im Anime irgendwie. Ja, da hat es irgendjemand entführt, ne? Ja. Auf jeden Fall kamen da 6 auf einmal aus dem Baum gesprungen, man musste alle auf einmal fangen und damals konnte man nur fliehen, wenn man eins einmal getroffen hat. Und dann konnte man dann erst fliehen, aber die haben alle die ganze Zeit Tornados gemacht, deswegen ging das nicht so gut. Ich fand's richtig, richtig gruselig. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor ihm, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann man doch verstehen. Er basiert ja auch auf so einem japanischen. Gott, auf irgendeinem. Gott. Wie heißen die? Yokai. Genau, also. Deutsch ist die mögliche Namens... Warte. Gott, ich krieg das Gesicht auf. Tengulis basiert vermutlich auf einem Soyobo, dem König der Tengu. Und der traditionell japanische Geta als Füße. Was ist denn der Tengu? Was ist ein Geta? Ich weiß nicht, was ein Tengu ist. Ich weiß nicht, ob ich das Gesicht hinbekomme, du. Ich habe Tengulis vor Augen, aber ich kann es nicht zeichnen, ist das Problem. Ich weiß, dass es Blätterhände hat. Ah, ich lerne jetzt ein bisschen was über Tengus. Tengu ist der Name eines japanischen Fabelwesens, das der Kategorie der Yokai zugeordnet wird. Sag ich doch ein ja, Yokai, richtig. Ja. Hintergrund, beim japanischen Namen Tengu handelt es sich um die sino-japanische Lesung der chinesischen Bezeichnung. Chinesisch Pinjin. Wörtlich Himmelshund. Im chinesischen Quellen ist dies ein hundeähnliches Wesen, oft in Verbindung mit einer Sternschnuppe oder einem Kometen dargestellt. Es erfolgt die Sonne und den Mond, frisst sie gelegentlich auf und versucht so eine Verfinsterung des Himmels. Ja, ich fress auch ständig gelegentlich mal. Ja gut, damals mussten sie halt irgendwie sich die Sonnenfinsternis erklären. Ne? Alten Quellen zufolge kommt es manchmal vom Himmel unter Donner herab, verursacht Kriege und anderes Unheil. In Japan findet man die Schriftzeichen erstmals in dem 720 komplizierten Geschichtswerk Nihon Shoki. Auch hier erscheint ein Komet auf den Hungersnot- und Kriegswirrenfolgen. Als japanische Lesung der Zeichen wird jedoch die Form Amakitsune, wörtlich Himmelsfuchs, gegeben, die den in Japan mit magischen Fähigkeiten ausgestatteten Fuchs einführt. Seit dem 10. Jahrhundert ist der Name Tengu in Erzählungen wie auch in Wörterbüchern nachweisbar. Ich sehe, lernt hier richtig was. Mhm. Das Problem ist, Tengulis hat noch irgendwas am Kopf. Ich glaube, es sind Ohren. Hast du gerade hingeguckt? Nein. Nein, spitze Ohren sehen irgendwie falsch aus. Englisch heißt es... Gott, was hat es am Kopf? Shiftry. Shiftry. Von Shifty und Tree.
Da finde ich Tengu das irgendwie cooler. In Japanischen Dir Teng von Dark und Tengu, okay. Französisch Tengalis von Tengu und Melis. Mhm. Koreanischen Da Ta Eng Gugu, wie im Japanischen. Chinesisch heißt es. Ja. Jiaohua Tiangu. Exakt der Name, 1 zu 1, bestimmt. Ja, bestimmt. Oh, irgendein markantes Merkmal vergesse ich bei Tengu. Also, kennst du das, wenn du das Pokémon genau vor Augen hast, aber du kannst es nicht zeichnen? Ja. Das ist so... Möchtest du gleich nochmal den Ruf hören? Ich kenne den Ruf tatsächlich. Es ist so... Ich kenne den Ruf einfach, Mensch. Ja, genau also, so. Wenn ihr das mal im Wald hört, liebe Kinder, das ist ein Tengulis, ich würde weglaufen. Ja, Tengulis ist ja an sich nicht böse. Doch, Tengulis ist... Im Anime war es, glaube ich, böse. Ich glaube, es hat es aber aus irgendeinem Grund jemanden entführt. Ja, ich entführe auch Leute aus einem Grund. Ob der Grund jetzt gut ist, ist die Frage. Ja, für ihn war er gut. Oh Gott, was hat denn Tengulis hat irgendwas am Kopf. Aber es hat keine Blätter oder... Hat es Blätter am Kopf? Nein. Ich weiß es nicht. Oh, irgendwas hat es. Ich glaube, es hat solche Ohrmuscheln oder sowas. Ich weiß es nicht. Hat Tengulis Ohren? Ich meine es einfach... Hat Tengulis Ohren? Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich male ihm jetzt einfach mal Ohren und guck, wie es aussieht. Das ist wie ein Kätzchen. Das ist scheiße. Oh Gott, ich vergesse irgendein krasses Merkmal. Hat es einen Schwanz? Ich weiß es nicht. Hat Tengulis einen Schwanz? Hat es einen Schnurrbart? Es sieht halt echt scheiße. Es kann sogar sein, dass es ein Schnurrbart hat. Ich glaube, es hat so ein Mr. Sir Schnurrbart. So ein oh, Mustache. Es hat keinen Emoji-Schnurrbart, nein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einen richtigen Bart hat, aber das weiß ich halt nicht mehr. Ich weiß, dass Paul so eine Tengulis-Pokémon-Karte hatte, die hat mich mal total abgefuckt, weil die so stark war. Jedenfalls so, wie wir es gespielt haben. Aber das da gefällt mir ja nicht. Oh mein Gott, Tengulis, warum bist du so... Oh. Aber immerhin habe ich dich erraten, es gibt immer einen Bonus. Das ist wirklich krass, das hätte ich halt niemals erraten wahrscheinlich. Zumindest nicht an der Nase, also... Das ist das Erste, was mir sofort eingefallen ist. Ich finde, es hat andere markante... Dinge. Ich sag jetzt einfach mal ja, weil ich es nicht weiß. Guck hin. Ja, also die Arme sind gar nicht schlecht. Es sieht ein bisschen aus, als hätte es so ein Karnevals-Plüschanzug an. Also was hat es am Kopf? Als Hähnchen verkleiden möchte. Was hat es am Kopf? Es hat doch Ohren! Vor allem, ich habe mich vor allem vorhin verplappert. Ja, mit den Füßen. Nein. Was denn dann? Achso, ja, stimmt, mit den Füßen auch. Hast du recht. Nee, aber mit den... Ich habe gesagt, ich hätte auch bei den Hasenohren anfangen können. Achso, ich dachte, das wäre so ein... Moment... Nein, es hat wirklich solche. Hat wirklich das sieht halt unglaublich scheiße aus. Ja, irgendwie. Es hat halt auch mehr Fell im Gesicht, das hast du halt auch nicht. Ja, ich weiß mir nicht sicher, ob das. Ich wusste, irgendwo hat es eine Fläche, wo kein Fell ist. Ich dachte, sie wäre im Gesicht, aber sie ist unten. Ja, sie ist unten, weil es ist ja so eine Mähne quasi, die Tengulis hat. Ja, also eigentlich müsste das hier alles kein Fell sein. Ja, naja, jetzt ist es Fell. Aber immerhin habe ich die Arme gut in Erinnerung. Ja, die Arme hast du wirklich gut gemacht, das stimmt. Die Blätter hätten so noch ein bisschen spitzer gekonnt. Ja, und ich wusste, dass es irgendwo in den Füßen was Kantiges hat. Sie waren nicht komplett kantig, aber... Ja. Ja, ich denke dafür. Und es guckt böse, das wusste ich auch noch, aber ich dachte... Ja, es guckt nicht böse, so. Du bist erstaunt so... Was, du hast meinen Schokopudding gegessen? Der gutes Essen, Schokopudding. Ja. Das ist sicher gerne. Es guckt so richtig so, oh mein Gott, mein Schokopudding war eben noch da. Und jetzt ist er aufgegessen worden. Das ist nicht das, wie ich meine. Das ist halt voll nicht schön. Nee, das, was ich gemalt habe, ist auch nicht schön. Oh, es sieht halt sowieso. Oh. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Yeti, der sich im Wald verlaufen hat. Und das Fell ist nicht komplett weiß, mal wieder. Es ist ganz, ganz leicht. Ist es weiß? Es ist tatsächlich weiß. Ja. Das ist Tengulis ohne Ohren. Ich glaube, ich nehme lieber Smogon auf dem Thumbnail. Ich glaube auch. Ach Gott. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht. Warte mal, wie würde es mit Ohren aussehen? Ich glaube nicht viel besser. Ja, ich würde es trotzdem nicht erkennen. Nein. Es ist einfach, dass das Braune da ist und nicht da. Das ja, ist aber einfach... du hast es halt gut erraten, ne? Das fand ich schon mal cool. Immerhin, ja. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge bei Zeichne. Zeichne. Zu spät, okay. Tschüss.